Wir stehen vor einem alten Bahnhof. Alle diese Bahnhöfe im neonormannischen Stil gehören zur selben Eisenbahnlinie. Caen, Dives-sur-Mer und Luc-sur-Mer. Der Bahnhof von Merville-Franceville aus dem Jahr 1923 hat den alten Bahnhof ersetzt, der als zu bescheiden für einen Badeort befunden wurde. Der Bahnhof von Varaville hat sein ursprüngliches Aussehen beibehalten. Der Zug oder die Straßenbahn teilt sich die enge Straße mit Pferdekutschen, Fahrrädern, Fußgängern und später mit Autos. Auf der eingleisigen Strecke werden Personen und Handelswaren befördert. Seit 1892 fährt der Zug von Luc-sur-Mer bis Oustriam am Meer entlang. Ab Oustriam folgt man dem Kanal de Caen bis zur ersten Brücke in Bénouville. Die Brücke und der Kanal wurden 1857 von Napoleon III. Eingeweiht. In Ranville überspannt eine Brücke, welche von Gustav Eiffel im Jahr 1871 gebaut wurde, die Orne. Um nach Salenelle zu kommen, muss die 35 Meter hohe Anhöhe von Amfreville überwunden werden. Hinter Salenelle fahren wir wieder am Meer entlang. Von der Endstation in Dives-sur-Mer, die schon als Industriestadt gilt, gibt es schon Verbindungen nach Deauville und nach Meusidon. 1893 wird Caen nach einjährigem Betrieb an diese Linie angeschlossen, was den Urlaubern den Zugang zum Meer erleichtert. 1895 wird der Eisenbahngesellschaft Calvados die Nutzung mit Loren bewilligt. Ab 1932 ist der Streckenabschnitt Caen – Dives-sur-Mer durch normannische Postbusse ersetzt worden. Die Strecke Caen – Luc-sur-Mer wurde aufgrund der Bombenangriffe im Juni 1944 eingestellt.